Ja, ich habe schon auf den Knopf gedrückt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Es ist Montag und es ist schon 11 Uhr, kurz nach 11 Uhr. Ich komme aber gerade auch erst von meiner Runde zurück, was nicht heißt, dass ich heute noch nichts gemacht habe. Aber bürotechnisch, arbeitstechnisch habe ich heute noch nichts gemacht. Ich hatte zu Hause noch ein bisschen was zu erledigen. Ich habe nämlich gestern irgendwie gefühlt den ganzen Tag in der Küche gestanden und am Ende habe ich so geflucht, weil es nicht funktioniert hat. Ich habe ein Rezept gefunden für Gemüsefrikadellen und habe gedacht, komm, das probierst du mal aus. Konnte mir aber nicht vorstellen, wie das wirklich halten sollte. Ich hatte recht. Also das Foto dazu war echt schön. War auch ein privates Rezept. Ach hier. Ich fahre hier gerade mal meine Systeme hoch. Und ich hätte stutzig werden müssen, als in dem Rezept stand, wenn ihr die Frikadellen wendet und sie fallen euch auseinander, ist nicht so schlimm, drückt sie wieder ein bisschen zusammen und bräunt sie dann von der anderen Seite. Und wenn sie ausgekühlt sind, dann halten sie durch den Käse und die Eier, weil die dann ja fest werden, oder durch den Käse, halten sie zusammen. Bei mir hat da nichts zusammengehalten. Also die Dinger zu wenden, ich hatte nachher nur noch einen Pumps in der Pfanne. Ich habe mich so geärgert. Ich habe nicht, weil sie nicht gelungen sind. Das ist bei neuen Rezepten immer mal möglich. Ich ärgere mich halt immer furchtbar, wenn Lebensmittel vergeudet werden. So, dann habe ich jedenfalls mir ein Backpapier ausgebreitet, habe diesen Gemüsefrikadellen-Dutch, was nur noch eine Masse war, nach dem Braten aus der Pfanne genommen. Und habe das dann quasi auf einem Stück Backpapier wie ein Kuchen zusammengedrückt und habe das auskühlen lassen. Jetzt habe ich mir das klein geschnitten oder in so Portionen geschnitten und mir in Alufolie gepackt, was ich auch ganz furchtbar finde. Aber ich hätte nicht gewusst, wie ich sonst transportieren soll. Und dann werde ich mir das nachher mal zum Mittag in den Backofen schieben, in der Hoffnung, dass es schmeckt. Dann mache ich mir einen Joghurt-Dip mit dazu. Vielleicht, ich habe auch noch einen Blumenkohl. Vielleicht mache ich mir auch noch mal so ein bisschen Blumenkohl mit dazu. Das war das erste Dilemma. Dann habe ich ja Sven noch was gekocht. Und als es fertig war und ich umfüllte, wusste ich, dass ich dieses Rezept schon mal gekocht habe und beim ersten Mal auch so sauer war. Ein Cookie-Dour-Rezept, ein Hähnchengulasch mit Spätzle. Ich habe einfach Verfall dazu gemacht. Aber das ist ja nicht das Problem gewesen. Aber dieser Hähnchen-Gulasch, erstens habe ich ihn nicht angedickt gekriegt. Ich habe es nachher sogar mit Speisestärke versucht. Ich habe das Ding nicht angedickt gekriegt. Und dann war es zerbombtes Huhn vom Feinsten. Also es roch nicht besonders angenehm. Ich habe es nicht probiert. Aber es war total zerbombt. Ich habe das dann nachher mit so einer Schöpfkelle, kennt ihr die mit den Löchern, so eine Schaumkelle, habe ich das dann nachher rausgepult, damit Sven auf seinen Nudeln irgendwas Festes hat und nicht nur so ein Satsch. Oh, ich habe so geflucht. Wie gesagt, da sind zwei Hähnchen für gestorben, Hühnchen. Und zwar Bio-Hühnchen. Und da steckt auch Arbeit von einem Bauern mit drin. Und sowas ärgert mich halt, wenn Lebensmittel, also diese Gemüsefrikadelle, jeder andere hätte es wahrscheinlich in den Müll geschmissen. Wenn es mir nicht schmeckt, tue ich das auch. Aber ich hasse es, wenn so Rezepte nicht ausgekoren sind. Also ich habe es wirklich, das ist ein Cookie-Dee-Rezept, ein Thermomix-Rezept. Ich habe das nach Anleitung gekocht und das ist ein zerbombtes Huhn. Also das ist faserig, also Pulled Pork ist da nichts dagegen. Von der Konsistenz her. Also ich habe mich so geärgert und dafür stehst du nun den ganzen Tag in der Küche. Ne? Dann wollte ich eigentlich für Sven noch ein Brot backen, ist aber nicht so schlimm, wir haben noch eingefroren. Habe mir aber selber auch ein neues Körnerbrot gebacken und dann hatte ich keine Sonnenblumenkerne mehr für Svens Brot. Also steht das dann auf der Agenda für demnächst mal. Ich muss mir mal eben fix hier nur so putzen. Also dafür stehst du dann auch den ganzen Tag in der Küche, da habe ich mich total geärgert. Jedenfalls ist das Cookie-Dee
Jedenfalls ist das Cookie-Dough-Rezept jetzt komplett von meiner Liste verschwunden. Das habe ich gelöscht, damit ich nicht in die Verlegenheit komme, es nochmal zu kochen. Und die Gemüsefrikadelle fliegt auch nachher noch von meinem Pinterest-Board, weil, sorry, geht gar nicht. Wenn ihr ein schönes Gemüsefrikadellen-Rezept habt, immer her damit, bin ich offen für. Und dadurch habe ich gestern gar nichts anderes weitergeschafft. Was ich gestern noch gemacht habe, ist den Vlog schneiden. Das habe ich dann auch irgendwie den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt, diese Erinnerung an meine Lehrerin. Die hat mich auch noch so ein bisschen bräsig gemacht. Aber das Armbrot hat nachher wieder geklappt. Die haben gestern Frikadellen, Fleischfrikadellen kriege ich hin. Das mache ich im Schlaf. Und Blumenkohl dazu. Und Sven hatte noch so eine Frischkäse-Kartoffeltasche aus dem Frost. Taschen. Er hatte drei, ich habe dann noch eine, damit das dann, sonst wäre eine weiter rumgelungert und das ist ja auch Blödsinn. Und Blumenkohl dazu. Und das hat gut geschmeckt. Okay. Dadurch habe ich nichts anderes weitergeschafft. Ich habe den Vlog noch geschnitten und Haare noch gewaschen. Die habe ich ja gar nicht geföhnt. Da habe ich mich heute Morgen mit dem Föhn und dem Heißeisen, Glätteisen durchgequält. Aber ja, ist halt Corona-Friese. Und was ich heute Morgen noch gemacht habe, wozu ich gestern nicht gekommen bin, einerseits Jürgen und die italienische Mama mal wieder gefüttert. Die werden mir bald gekippt. Die habe ich gestern schon gefüttert und die hatten keine Kraft mehr. Das heißt, sie haben heute Morgen beide einen kleinen Schuss Honig gekriegt, sind nochmal neu angesetzt worden. Die habe ich, glaube ich, ein bisschen zu lange vernachlässigt. Die muss ich mal wieder ein bisschen auf Trab bringen, dass sie wieder ein bisschen Kraft haben. Das habe ich noch gemacht und dann habe ich heute Morgen etwas gemacht, die Frau Lü auch folgen, wissen das, ich habe mir Neonails geholt. Man sieht gar nicht so viel. Und das wollte ich nämlich gestern eigentlich in Ruhe machen. So ein bisschen Pflegetag, ne? Maske aufs Gesicht und so. Und das Neonails mal ausprobieren. Weil das ja schon, das ist ja so ein UV-Lack an den Nägeln. Ich weiß gar nicht, ob das hier rüberkommt. Produktzeigemodus ist aus. Ist ja auch egal. Und da habe ich mich nicht so richtig dran getraut. Und ich habe jetzt auch einen French-Lack drauf, einer, der nicht so doll auffällt, weil ich dachte, wenn du testest das erstmal aus, soll ja bis 21 Tage halten, testest das erstmal aus und wenn du dann irgendwie mit einem schönen Rot dran gehst und du matschst da durch die Gegend, ist das halt auch doof. Und es ist mir ganz gut gelungen, die Hand nicht ganz so gut wie die, aber ich bin halt Rechtshänder. Und jetzt testen wir das mal, wie lange das dran hält. Also die, die Frau Lü folgen, wissen, dass ich mir ein Neonail-Set geholt habe. Und das erste Gefühl ist nicht fremd, also das fühlt sich an wie ein gelackter Nagel, also das ist nicht so, dass man jetzt sagt, ich habe da einen Fremdkörper drauf oder so, es ist auch kein Riesenaufbau, es ist im Prinzip, sind jetzt vier Schichten Lack drauf, ein Base-Lack, dann zweimal Farblack und einmal noch ein Topcoat. Und das hätte ich ja normalerweise auch drauf und es fühlt sich nicht fremd an, es fühlt sich wie mein gelackter Nagel an. Und jetzt gucken wir mal, wie lange das hält. Ich habe bei den Kommentaren da gesehen, so viel an dieser Stelle, wegen splitteriger Nägel und dass ihr auch splitterige Nägel habt und das dann mal erwartet, wie das bei mir sich entwickelt. Also ich habe im Moment keine splitterigen Nägel. Und ich glaube, wenn die Basis auch hier splitterig wäre, würde der Lack auch nicht halten. Also ich habe jetzt wirklich mal drauf gewartet, bis meine Nägel sich wieder so weit gefestigt haben, dass ich keinen Spliss habe. Ich habe das ja manchmal, dass ich vorne an der Kante so der Nagel teilt, dass sich die obere Schicht ablöst und total splitterig ist. Das habe ich diesmal nicht gehabt. Also meine Nägel sind da drunter wirklich gesund. Und wie gesagt, jetzt testen wir mal, wie lange das funktioniert. Ich hätte sie ja gerne ein kleines bisschen länger, aber nur ein ganz kleines bisschen. Und ja, das habe ich heute Morgen noch gemacht. Und dann bin ich natürlich meine Runde gelaufen. Und montags ist Schienbeintag. Oh, das tat heute weh. In den Schienbeine wieder. Ich habe meine neuen Schuhe an. Daran kann es eigentlich nicht liegen. Ich glaube, es ist einfach so montags. Schienbein. Montag ist Schienbeintag. Aber es zog bis hoch in die Hüfte. Ich bin dann nachher die zweite Hälfte durch den Park, nicht um den Park gelaufen, sondern durch den Park. Und da bin ich dann tatsächlich vom Tempo auch mal ein bisschen zurückgegangen und habe dann bin rund gelaufen. Also habe wirklich die Bewegung im Bein, weil es bis hoch zur Hüfte hochzog, wirklich diese. Das fühlt sich an, als wenn man so eine ganze, den Fuß wirklich ganz bewusst einmal in der Bewegung komplett ausführt. Also den Schritt in der Bewegung komplett ausführt. Ja, so viel dazu. Jetzt werde ich erstmal noch den Vlog End bearbeiten, gucken, was ich an Infokarten und so einfüge. Ich habe mir einen Tee gekocht. Was habe ich denn heute? Lipton,
Intense Mint. Jo. Jo. 300 Milliliter ist vielleicht für den Teebeutel ein bisschen viel. Okay, das mache ich jetzt. Und dann schauen wir mal, was die Woche anliegt. Ich müsste heute auch noch... eigentlich hatte ich zwischenzeitlich zu Hause überlegt, weil ich dann auch schon so spät dran war, aber dann war es doch erst kurz vor 9. Also doch nicht so spät. Habe ich erst überlegt, bleibst du zu Hause, machst du Homeoffice? Aber erstens ist ja die Gefahr, dass man sich dann nicht bewegt, dass ich keine Runde laufe und dass ich vielleicht doch nochmal an die Schoki-Schublade gehe, an unsere Wochenendschublade, ist dann doch etwas höher. Und ich bin im Prinzip in die Werkstatt gegangen, weil ich Bock auf Hulan habe. Ich habe nicht Bock auf Arbeiten, ich habe Bock auf Hulan. Aber gehulert wird dann erst heute Abend. Ich kriege es, ich habe jetzt ein paar Tage auch ausgesetzt mit Hulan, weil ich mit Laufen so beschäftigt war. Ich habe letzte Woche wieder zweimal gehulert und ich kriege es noch nicht hin, den Reifen wirklich oben zu behalten. Also auch länger oben zu behalten. Und das frustet mich gerade ein bisschen. Ich weiß, dass man muss einfach mal dranbleiben und es versuchen. Ich glaube einfach, ich bewege meine Hüfte nicht richtig. Ich gehe, glaube ich, zu sehr in diese Hula-Bewegung und denke so, ich muss auch mit meinem Becken hulern. Ne? Das ist ja gar nicht so. Man muss ja, wenn man breitbeinig steht, also parallel die Beine hat, muss man ja so und nicht so. Und wenn man einen Fuß vor hat, muss man so. Und ich mache halt immer, ne? Ist nicht richtig. Aber ich kriege das noch hin. Okay, Ziel ist, den Hula-Reifen mit in den Sommerurlaub zu nehmen. Bis dahin ist noch ein bisschen hin. Aber trotzdem dranbleiben, ne? Und ich habe Bock heute zu hulern. Und das werde ich heute Abend machen. Okay. Und 12 Tage Frühling. Diese Woche ist noch nicht mal im Kopf vorbereitet. Also es soll, glaube ich, um Liebe und Hochzeitstag gehen, glaube ich, werde ich diese Woche machen. Nächste Woche werde ich Konfirmation, Jugendweihe und sowas, diese Feste machen. Und in der letzten Woche dann Muttertag und Vatertag. Es sei denn, ich habe eine zündende Idee und bei Liebe fällt mir nichts ein, dann ziehe ich Muttertag und Vatertag vor. Aber ich glaube, diese Woche werden wir mal Hochzeit und Liebe in Angriff nehmen. Und Leute, ne? Die meinen Lü-Kanal verfolgen, diese Guerlain Foundation, die geht mir ja nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe dann auch festgestellt, ich bräuchte, glaube ich, die 02 Paste doch ganz gut, aber die ist überall im Moment ausverkauft, ist vielleicht auch ganz gut so. Heute habe ich Augen-Make abgeschminkt mit der Urban Decay Naked 3. Die ist mir heute Morgen mal wieder in die Hände gefallen. Eigentlich wollte ich nämlich mit der Cherry, Naked Cherry, was basteln und dann habe ich gesehen, hä, du hast noch eine Urban Decay Naked? Ja, die 3. Okay, jetzt aber. Ich fange mal an zu arbeiten. Guck mal, da hängt das Mikrofon schon wieder in der Kamera. Und das ist meine Tür. Wir haben heute mal ein bisschen einen anderen Winkel. Mal gucken. Oh, da steht meine Tasse. Mein Basteltisch ist so voll, weil ich gerade, ich glaube, so geht's. Erstmal schicki machen hier, ne? Weil ich gerade ein bisschen gespielt habe für die nächste Karte in der Frühlingsserie, und zwar Hochzeit. Und ich wollte ein bisschen in Richtung Gold- und Silberhochzeit. Und bei Gold, woran denken wir da? Mal sehen, ohne dass es mir hier alles... Doch was runtergefallen. Silber ist runtergefallen. Die Goldflöckchen, ja, wir arbeiten heute oder in der nächsten Karte, nichts oder übernächst, auf alle Fälle in dieser Woche, noch mit den Goldflocken. Und das ist die Karte, die da draus entstanden ist. Und der Aufwand lohnt sich. Es ist wirklich dieses, das ist anders als Embossing. Ich habe nämlich dann auch gleich nochmal in Silber. Da ist jetzt vielleicht die Farbauswahl nicht ganz so geglückt, weil es doch sehr eisig wird. Mit dem Gold ist das ein bisschen stimmiger. Aber um euch einfach mal den Unterschied zwischen Embossing und diesem Goldflitter zu zeigen. Ja, damit habe ich heute Morgen gespielt und man sieht, Goldflitter ist everywhere. So, Silber auch,
Runterfallen darf die Dose nicht. Dann verteilt sich auch das Silberpulver. Okay. Hier, Silberpulver. Frisst der Staubsauger. Ja, vielleicht bereite ich das oder vielleicht machen wir das dann einfach nochmal parallel, dass ihr den Unterschied seht im Video. Muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Das ist jedenfalls die Karte und die muss nicht zur goldenen Hochzeit sein, ne? Aber mit dem Gold bietet sich das an und ich fand den Spruch, weil Liebe nicht selbstverständlich ist, so schön. Und ja, man kann natürlich, wie ihr es hier seht, auch die Zahlen mit einbauen, die 50 oder die 25. Sieht man das? Ja, ne? Weil das, über den kleinen Bildschirm hier habe ich immer das Gefühl, man sieht das nicht richtig. Ja, und jetzt ist es, wir haben heute Mittwoch und yay, heute habe ich endlich Glück gehabt bei meinem Arzt. Der Kaffee ist kalt, aber wenn es schee macht, ne? Wenn ihr das Video gesehen habt, das ist ja die erste Hochzeitskarte, habt ihr auch rausgehört, dass ich noch zum Arzt wollte am Dienstag. Ich habe morgens war ich ein bisschen spät mit dem Anrufen, wegen Corona geben die keine Termine über den Tag hinaus, sondern man kann zu Beginn der Sprechstunde anrufen und sagen so von wegen, ich wollte nochmal vorbeikommen, wann kann ich denn kommen? Und dann geben sie ein Zeitfenster, wo es dann passen könnte, ohne viel Wartezeit. Und da war ich gestern Vormittag ein bisschen spät dran und habe dann aber gedacht so von wegen, das wusste ich nämlich nicht, und dann habe ich gedacht, kannst du dir ja vielleicht für Mittwoch oder für Nachmittag einen Termin machen, ging nicht. Und dann musste ich nachmittags zur Sprechstunde nochmal anrufen, da bin ich aber nicht durchgekommen. Beziehungsweise das Telefon hat immer geklingelt, hat keiner abgenommen, und dann war ich immer in so einer komischen Vermittlungsstelle, wahrscheinlich haben sie dann gerade telefoniert. Und dann habe ich gedacht, so what, dann mache ich heute Morgen, wenn ich meine Runde laufe, gehe ich gleich mal vorbei und guck mal, ob viele Patienten da sind, vielleicht kann er mich rannehmen. Und ich hatte Glück, vor mir waren nur zwei. Einer war schon in Behandlung und eine saß noch im Wartezimmer und dann war ich relativ schnell dran. Wir wollten ja nochmal meinen Langzeitzucker besprechen und meine Blutdrucktherapie, wie ich bisher klargekommen bin. Langzeitzucker ist auf 6,4, das ist nicht schön, ist aber auch nicht gut. Ne? Also da, wie gesagt, also keine Tabletten erforderlich, aber in der Ernährung, Bewegung, das, was ich jetzt schon mache, das soll ich dann nochmal weitermachen, Gewichtsreduktion, und dann gucken wir einfach mal, er hat mich in so ein Programm genommen, dass ich alle Vierteljahre die Werte checken lasse. Das heißt, Ende Mai schlage ich wieder bei Dr. Ruhn auf, es sei denn, es ist vorher irgendwas. Ich habe ein neues Blutdruckmedikament bekommen, weil ich komme mit meinen Tabletten eigentlich ganz gut klar. Eine halbe, fand ich, hat mir gereicht. Er hat heute einen Blutdruck gemessen und der war wieder auf 140 noch was, was ich mir gar nicht erklären kann. Außer, ich kam gerade von meiner Runde wieder. Aber wenn ich mit meinen, ich habe ja zwei Blutdruckmessgeräte, eins hier und eins zu Hause, und da bin ich immer im normalen, optimalen Bereich, so in dem Dreh. Da war ich eigentlich ganz zufrieden mit. Und dann hatte ich ja die ganze Tablette letzte Woche genommen und dann sackte mir ja abends mein Blutdruck immer ab. Wo ich dann gedacht habe, so, nee, das muss auch nicht sein. Halbe reicht. Da geht er auch mit konform. Allerdings hatte ich das Problem, dass mir die Tabletten, dass die mir einen Reizhusten verursacht haben. Echt fies. Vom ersten Tag der Einnahme an kriegte ich diesen Reizhusten immer mal wieder und ganz besonders nachts. Und da ist es sehr unangenehm, weil ich nicht nur ich wach werde, sondern auch Sven womöglich wach wird. Weil das könnt ihr nicht mal leise weghusten, so ein Reizhusten. Und da hat er sich ein bisschen gewundert, dass ich den schon vom ersten Tag an hatte, aber ich kann es ja nicht ändern. Und jetzt habe ich noch mal eine andere Tablette gekriegt. Und jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Und ja, alles gut soweit, alles gut soweit. Und dann habt ihr euch ja gewünscht, und heute ist Mittwoch, habe ich das schon erzählt? Ja, ne? Mittags. Ihr habt euch gewünscht, Süßkartoffelwaffelrezept. Habe ich mir ja schon fast gedacht, ne? Das ist ein Rezept von den Ernährungsdocs. Aber ich denke mal, ich werde mir das heute mal machen, weil ich mir die Portion ein bisschen verkleinert habe. Ganz minimal. Also ich glaube, die gehen von 125 Gramm aus und mir reichen eigentlich 90 Gramm. Sonst muss ich zwei Waffeln backen und das ist blöd. Also da bin ich immer noch ein bisschen in der Testingphase. Deswegen werde ich das heute mal mit 90 Gramm ausprobieren. Und ja, Anrufe habe ich soweit erledigt. Ich muss heute Nachmittag unbedingt noch E-Mails und Büro machen. Das Video kann ich morgen drehen. Vielleicht habe ich auch noch eine zündende Idee für die dritte Karte für diese Woche. Mir gefällt das echt gut. Das ist eine Technik, die hat uns Shelly gezeigt in der Präsentation. Coole Nummer. Okay,
Ich gehe mal runter und dann kochen wir jetzt mal zusammen Süßkartoffelwaffel. Ich habe nämlich Hunger und ich mache sie mir heute, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Ich mache sie mir heute mit Pilzen als Beilage, aber ich habe sie auch schon sehr lecker mit Rosenkohl zum Beispiel gegessen. Blumenkohl hätte ich eigentlich auch noch. Nee, Blumenkohl hatte ich die letzten 2 Tage, deswegen werde ich mir heute die Pilze dazu braten und da könnt ihr dazu kombinieren, was ihr möchtet. Ne? Also, ich sage euch nochmal ganz kurz, was ihr braucht. Ihr braucht 90 Gramm geriebene Süßkartoffel, fein gerieben, aber nicht zu fein. Dann braucht ihr ein Ei, kleineres, maximal ein M-Ei, einen gehäuften Esslöffel Dinkelmehl und Salz, Pfeffer sowieso und nochmal so einen halben Teelöffel Backpulver. Das muss aber nicht sein. Und ein Waffeleisen. Und dann, mehr brauchst du dafür gar nicht. Glaube ich jedenfalls. Nö, mehr brauche ich nicht. Und das kochen wir jetzt mal eben. Ich gehe mal runter, gucke mal, ob da alles in Ordnung ist. Und fange schon mal an und dann hole ich euch gleich nochmal mit dazu. Ist ja schön, wenn die Sonne scheint, ne? Aber wenn sie mir so ins Gesicht scheint, ist auch doof. Ist doof für einen Weißabgleich. Willkommen in meiner Mini-Küche. In meiner Durchgangsküche. Ich habe mir jetzt ein paar Pilze geschnipselt. Die werde ich mir gleich braten. Komm mit. Guck mal, mein neuer Mini-Backofen. Ist er nicht süß? Darunter ist die Mikrowelle und dann habe ich davor noch eine Induktionskochplatte stehen. Wenn ich hier stehe, geht es, aber dann ist mein Kopf, muss ich mal ein bisschen in die Knie gehen. Ich habe jetzt gerade meine Süßkartoffel gerieben. Sie hat mir 100 Gramm ausgespuckt und ich benutze von der Reibe diese hier. Also, wenn ihr die kennt, das ist ja so eine Zitronenschalenreibe, dann ein bisschen gröber. Und ich nehme hier diese Seite. Ich reibe die mit der Hand. Das funktioniert auch gut mit dieser Reibe. Aber dann muss ich auf einen anderen Tisch gehen, weil die kann man festsaugen. Aber ich habe so eine Arbeitsplatte hier von IKEA, glaube ich. Die hat ein bisschen Struktur. Deswegen müsste ich das dann an einem anderen Platz reiben. Das ist auch schön hier. Aber es ist ja Vlog-Format. So, was machen wir jetzt dazu? Da hauen wir jetzt ein Ei mit rein. Oh, die sind aber groß. Oh, hier, normales Hühnerei. Ne? Das hauen wir da mit rein. Bisschen Salz, Pfeffer. Süßkartoffel sagt der Name schon. Es wird ein bisschen süßlich schmecken, aber ich finde das nicht schlimm. Dann brauchen wir ein Gäbelchen und einen Löffel, weil jetzt kommt da nämlich noch ein gehäufter Esslöffel Dinkelmehl dazu. Ich habe hier das 630er. Gehäufter Esslöffel und das kann man wieder wegstellen. Ich habe hier Weinsteinbackpulver. Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen normalen Backpulver und Weinsteinbackpulver ist. Oder hat das nur was damit zu tun, dass das Bio ist und das andere chemisch hergestellt? Du, keine Ahnung. Und da nehme ich jetzt mal hier, neulich hatte ich zu viel, so ein Viertel Teelöffel. Ich hätte auch Cup-Maße hier. Aber da denke ich immer dran, wenn ich schon gearbeitet habe. Zu Hause habe ich Cup-Maße, mit denen arbeite ich gerne. Übrigens, Jürgen und die italienische Mama haben wieder Kraft. Sie sind wieder kraftvoll. So, und jetzt sieht das Ganze, die Mesh, so aus. Und jetzt rühre ich mir das durch. Seid ihr da? Ja. Rühre ich mir das erstmal zu einer Masse durch, damit auch das Ei sich damit schön verbindet. Das Ei gibt nachher quasi zusammen mit dem Mehl so ein bisschen die Festigkeit, dass euch die Waffel nicht zerfällt. Ich hoffe, dass das heute klappt, ne? Also ich habe ja hier mein kleines Herzwaffeleisen. Zu Hause mit dem belgischen, glaube ich, klappt das sogar noch besser. Aber ich wollte nicht 2 belgische haben, weil wenn ich dann doch mal in die Verlegenheit komme, Herzwaffeln backen zu wollen, dann hätte ich zumindest eins hier.
So, das verrühre ich mir jetzt schön und lasse das einen Moment ruhen. Ob man das jetzt ruhen lassen muss oder nicht, weiß ich nicht. So sieht das jetzt aus, ein schöner Brei. Ich denke, ich werde mir 2 Waffeln davon backen, weil bei den letzten Versuchen ist mir immer zu viel an der Seite vorbeigequollen. Moment, Nase. Hier unten ist ein bisschen kühler, auch wenn die Sonne reinscheint. Ich werde jetzt mal meine Pilze braten. Die brate ich einfach nur ein bisschen Öl und mit Salz und Pfeffer. Und in der Zwischenzeit kann mein Waffeleisen hier schon mal vorheizen auf der Stufe 3. Ich habe hier eins, komm her, ein recht einfaches. Das ist an, sobald ich es in die Steckdose stecke, nehme ich jetzt. Und hat dann auch eine Lampe und leuchtet vor sich hin. Und ich habe ja hier leider nicht so viel Platz. Ich muss hier auf der Spülenablage backen. Aber ich brate jetzt erstmal meine Eier und dann gucken wir gleich nochmal, ne? Da kriegen wir hin. Irgendwie. Ihr steht da ein bisschen wackelig, ihr steht da aber nicht mehr lange. Meine Pilze sputteln, die braten, falls ihr das im Hintergrund hört. Das ist ein bisschen tiefer. Und mein Waffeleisen ist auch schon das Licht aus, das heißt, das ist heiß. Das heißt, ich kann das schon mal befüllen, weil im Rezept steht, es soll so um die 6 Minuten da drin sein. Aber ich mache das immer nach Gefühl, wie es aussieht und ob es sich schon lösen lässt. Ich habe das Waffeleisen ein bisschen eingefettet und jetzt ziehe ich euch mal rum. So kann man das vielleicht ganz gut sehen. Waffeleisen auch. Waffeln haben wir ja auch alle irgendwie schon mal gebacken, ne? Oh, da ist ein bisschen viel Öl drin. Naja. Viel hilft viel. Zumachen und warten. So, das Licht ist ausgegangen. Wir gucken mal. Boah, das sieht doch schon gut aus. Die ist auch durch das Backpulver ein bisschen hochgekommen, aber ich denke, ich werde sie noch mal ein bisschen drin lassen. Ein bisschen Druck ausüben. Und ihr seht, ich backe die auf mittlerer Stufe, ne? Gar nicht Full Power. So, die Pilze sind gut. Und die Waffel sieht auch ganz gut aus. Ja. Komm, die nehmen wir mal raus. Lassen sie noch mal ein bisschen abtropfen. Das ist jetzt mein Löffel von den Pilzen. Ein Holzlöffel. Löst sich gut raus. Und dann habe ich ja hier noch einen Klecks mit. Die backe ich mir jetzt noch aus und dann kann ich quasi, ich nehme immer noch ein Stück mit zurück. So sieht meine Waffel jetzt aus. Dann richte ich mir das an. Zack. Pilze dazu und fertig. Die Waffel hole ich mir gleich noch nach und das ist jetzt quasi mein Mittag. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch auch noch einen Dip dazu machen. Einfach ein bisschen Joghurt, Salz, Pfeffer, Kräuter rein und noch, dann habt ihr noch einen schönen Dip mit dazu. Brauche ich aber gar nicht. Mir reicht das. Und wenn ich dann noch Hunger haben sollte, wie gesagt, ich habe ja hier noch eine zweite Waffel, die da vor sich hin backt. Und ich habe auch noch einen Apfel. Dann sage ich jetzt mal guten Appetit. Satt. Ach, aber das lecker.
Was jetzt in der Mittagspause noch fällig ist, ist Blutdruck messen. Das werde ich gleich mal machen, während ich hier mit euch quatsche. Man soll dabei ja nicht quatschen. So, ich habe mein Gerät hier dran. Ich gehe mal mit meinem dicken Bauch weg. Dann schuckelt das auch nicht so. Dann messen wir mal einmal. 113 zu 72, Ruhepuls 86. Der ist immer ganz schön hoch. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich mobbelig bin. So, das werde ich jetzt gleich nochmal hier in meine beiden Apps eintragen. Ich habe ja die Blutdrucks-App, Blutdruckdaten. Die kann man sich auch wunderbar ausdrucken und zum Arzt mitnehmen. Ich habe es nur heute vergessen. Der Ausdruck liegt hier. Das habe ich mir nämlich gestern Nachmittag noch ausgedruckt. So, 86, fertig. Speichern. Jetzt sagt er mir, was ich für einen Blutdruck habe. Mein Blutdruck ist optimal. Ich weiß nicht, was das für ein Ausrutscher war. So, und jetzt habe ich noch meine Mediteo-App. Da muss ich das Medikament noch ändern für morgen. Das mache ich aber heute Abend auf dem Sofa. Und das sagt mir jetzt nichts weiter zu meinem Blutdruck. Und das nimmt einfach bloß die Daten auf, sieht, dass ich gespeichert habe. Dann muss ich meinen Ruhepuls nochmal neu eingeben. Speichern. Fertig. Das haben wir auch hinter uns. Und dann habe ich nochmal für euch, ich weiß nicht, ich habe jetzt vergessen, es zu fotografieren. Ich hatte so einen Hunger. Wollte das Essen auch nicht kalt werden lassen. Ich werde nochmal gucken, ob ich aus dem Video heraus ein ganz gutes Foto ziehen kann. Oder ich koche mir das ja nochmal, dass ich dann nochmal ein Foto mache. Und dann mache ich vielleicht nochmal einen Blogbeitrag mit dazu. Aber ich habe es jetzt mal ausgerechnet, das Dinkelmehl waren 30 Gramm. Ich habe eben noch mal eine Portion abgemessen, waren haargenau 30 Gramm. Also 100 Gramm Süßkartoffeln, 30 Gramm Dinkelmehl, 630er, ein Ei der Größe M, ein Teelöffel Öl für das Waffeleisen. Ne, Salz und Pfeffer, was ich jetzt vergessen habe oder nicht gemacht habe, was im Originalrezept drin ist. Ihr könnt natürlich auch noch Kräuter mit in die Waffel reinhauen, ne, in diese Mesh. Und dann noch ein Viertel Teelöffel Weinsteinbackpulver. Ich bin gekommen ohne die Champignons, nur für die Waffel auf Kalorien. Über Yasio kann ich meine Track-App, was so Essen und sowas angeht, also alles Mögliche. Ich kann da auch mein Gewicht, ich zeichne darüber auch mein Gewicht auf und hin und wieder tracke ich auch mal meinen Tagesbedarf an Kalorien. Mein Fitbit ist damit verbunden, der sagt mir heute 411 Kilokalorien hast du schon verbrannt. Ich habe mein Mittagessen fast rausgeholt, das sind nämlich insgesamt 597 Kalorien gewesen. Ich erzähle es euch gleich nochmal. Also nur die Waffel hat 383 Kalorien, 12,2 Gramm Eiweiß, 47,9 Gramm Kohlenhydrate. Das ist viel, das kommt aber durch die Süßkartoffel. Davon sind 4,3 Gramm Ballaststoffe und 5,7 Gramm Zucker durch die Süßkartoffel. Aber ich finde, mittags darf das auch mal sein. Und dann ist ja auch noch das Mehl mit dabei. Ne? 14,1 Gramm Fett durch das Öl. Das brauche ich ja zum Einfetten der Waffel, des Waffeleisens. Und wenn ihr euch nochmal über Vitamine informieren möchtet, vielleicht setze ich euch das auch alles in den Blogbeitrag mal, was mir hier meine App ausgespuckt hat. Also 30 Milligramm Vitamin C sind in diesem Essen enthalten, also nur in der Waffel. 6 Milligramm Vitamin E, B3 3 Milligramm, B5 2 Milligramm. Alle anderen sind unter 1. Also, und das sind die 383 Kalorien und dazu habe ich ja dann noch meine Pilze gehabt, die ich mit ein bisschen Öl angebraten habe. 250 Gramm frische Pilze, Champignons, haben 60 Kalorien. Und ihr habt in den Pilzen viel Ballaststoffe mit drin. Ne? Guck mal, ich bin jetzt, und dann habe ich noch das Pflanzenöl und ich habe noch einen Apfel gegessen. Dadurch komme ich auf 597 Kalorien, also 600 Kalorien hatte das Mittag. Und das ist für einen Mittag ordentlich. Ausreichend und ordentlich, mehr muss es nicht sein. 68 Gramm Kohlenhydrate, 23 Gramm Eiweiß, 22 Gramm Fett. Und ich bin, was meine Werte angeht, heute noch voll im grünen Bereich. Also ihr seht hier, wie viel ich darf und wie viel ich davon habe. Das kann ich hier dann einsehen. Ich könnte noch ein bisschen mehr Eiweiß, aber ich habe zum Beispiel heute Abend mein Nüssebrot und Hüttenkäse.
Mal gucken, wie es dann danach aussieht. Das kann ich ja mal tracken. Heute Abend, da müsste ich mal mein Brot eingeben. Ich weiß gar nicht, wie viel Stullen ich davon rauskomme. Gestern Abend, ich hatte gestern das erste Mal einen Anflug von Migräne, als ich hier raus bin. Ich wollte noch ein bisschen hullern. Davon wurden meine Kopfschmerzen aber immer noch schlimmer. Ich kriege diesen Reifen nicht oben gehalten. Ne? Ich mache irgendeine Bewegung noch falsch. Ich huller immer noch mit der Hüfte mit. Jetzt habe ich mir mal so einen Smart-Hula-Hoop bestellt. Der soll heute kommen. Mal gucken, wie das funktioniert. Ich muss ja irgendwie mal diese Bewegung hinkriegen. Ne? Ich teste da. Ich teste mich dadurch. Ich bleibe da am Ball. Und dann bin ich hier raus. Und wenn ich viel gähnen muss, wenn ich einen Kopfweh habe und viel gähnen muss, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Und dann bin ich raus und bin aber trotzdem noch mal eine Runde gelaufen. Und es war schon dunkel. Aber es war so mild, so frühlingshaft. Und ich habe gesehen, Horner Weg auf dem alten Friedhof, das ist wirklich, das ist kein aktiver Friedhof mehr, aber da ist noch ein Friedhof, da blühten die Schneeglöckchen irre. Und da muss ich euch mal mitnehmen, der ist schön, dieser alte Friedhof. Da bin ich schon 2-3 Mal drüber spaziert. Ist ein ganz alter, kleiner Friedhof, also wirklich klein. Das sind wahrscheinlich noch die Restbestände von dem, der da waren. Und dann bin ich trotzdem noch meine Schritte nach Hause gelaufen, bin auch noch um die Ecke gelaufen, also noch mal ein bisschen weiter und hatte dann nachher 11.700, 11.800 Schritte. Und als ich zu Hause ankam, wurde es auch ein bisschen besser mit den Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, was es war. Also das war das erste Mal, seitdem ich meine Blutdrucksenker nehme, dass ich Kopfschmerzen hatte. Aber, und wie gesagt, ich habe gedacht, das wird eine Migräne und ich bin komplett ohne Medikamente ausgekommen. Und heute geht es mir wieder blendend. Heute Morgen bin ich wieder meine Runde gelaufen, wie gesagt, bin dann ja zum Arzt. Und das funktioniert echt gut. Ich werde mir heute Abend mein Essen tracken. Da muss ich mal gucken, das Brot muss ich mir auch mal bei Yasio eingeben. Mal gucken, wie viele Scheiben ich rausbekomme. Ich weiß ja schon, was ich von dem Brot, das habe ich mir am Wochenende gebacken. Das habe ich ja schon in Scheiben geschnitten. Und dann rechne ich das mal runter. Das wird ein bisschen mathematisch, aber dann kann ich euch vielleicht die Tage auch noch mal bekannt geben, wie ich meine Vorgaben erfüllt habe. Also 597 von 1020 Kalorien, mehr gesteht mir meine App nicht zu, doch. Ich habe noch übrig 1439. Ach, das ist das, was ich noch übrig habe. Okay, nicht das, was ich zur Verfügung habe, sondern das, was ich noch übrig habe. Das hätte mich jetzt sehr gewundert. Ich habe jetzt noch 1400, weil ich mir natürlich auch 400 schon verdient habe. Also ich habe noch 1020 Kalorien zur Verfügung. Also ich hätte jetzt fürs Abendbrot, sag ich mal, roundabout nochmal so, ich habe noch 1020 Kalorien fürs Abendbrot. Das verbrauche ich doch nie und nimmer. Kohlenhydrate habe ich noch 124 Gramm. Das kann so auch nicht richtig sein, weil der Strich ist ja schon weiter als das, was noch kommt. Ist ja auch egal, also meine App sagt mir ja, ach, Kohlenhydrate habe ich 68 von 284 Gramm verbraucht, Eiweiß 23 von 99. Das heißt, ich werde heute Abend auch noch mal eine Rolle Harzer dazu essen und Fett 22 von 66. Also das ist das, was es mir so zusammenstellt. Ne? Falls euch das mal so interessiert, das ist hier oben in dem Feld. Da sehe ich dann immer, was ich an Tagesbedarf habe und wie ich da im Moment liege. Für die, die auch wirklich darauf achten, dass sie genug Eiweiß und Proteine und sowas zu sich nehmen. Ich habe eine normale Ernährung eingestellt, also kein Low Carb oder sonst irgendwas, sondern eine normale Ernährung ist in meiner App eingestellt. Und es hat mir 1784 Schritte reingepackt. Das sind die ich extra gelaufen bin, ohne dass ich am Stück gelaufen bin. Und 287, ich bin heute Morgen echt langsam gelaufen. Ich war nicht so schnell unterwegs. Und jetzt habe ich Schritte 5.344. Das heißt, ich werde heute Abend nochmal eine größere Runde laufen müssen. Ich bin heute Morgen bin nicht um den Park rumgelaufen, weil ich die Zeit nicht mehr hatte, weil ich ja noch zum Arzt wollte. Ich quatsch hier so mit euch vorneweg, ne? Batterie ist gleich alle.
spätestens da wäre der Cut gewesen. Also ich trinke mal jetzt hier noch meinen kalten Kaffee aus, wenn es schön macht. Und dann gehe ich wieder an die Arbeit. Das war jetzt quasi meine Mittagspause. Und dann warte ich mal auf diesen Smart Hula Hoop. Hallo, guten Morgen. Hoch die Hände, Wochenende. Es ist Freitag. Es ist allerdings erst vormittags. Es ist 21:45. Ich bin gerade reingeschneit. Warum so spät? Weil ich es kann. Denn das, was mich am Freitag immer drückt, ist ja Scrapbooking am Freitag. Und tada, ich habe es schon fertig. Ich habe nämlich gestern Abend noch mal kurzerhand gedacht, so von wegen, komm, machst du es jetzt. Ach, übrigens hier, ne? Das sind meine Ohrmuscheln. Die liegen hier schon vor mir, weil... Das Video ist schon geschnitten, das habe ich gestern Abend auch noch geschnitten, das hat über Nacht gewandelt. Ich sehe, es ist durchgelaufen, das heißt, ich kann es jetzt hochladen. Rein theoretisch würde ich heute wieder, Freitag ab 1 macht jeder seins schaffen, aber ich denke mal, wir werden uns freitags auf 17 Uhr verständigen. 17 oder 18 Uhr? 17 Uhr, ne? 17 Uhr ist okay, da dürfte dann auch jeder zum Wochenende zu Hause sein. Das heißt, ich werde das Video hochladen. Dann noch die Infokarten einfügen, beziehungsweise die Materialliste, und dann kann das heute online gehen. Dann muss ich noch die Geburtstagspost schneiden, die nun endlich mal, weil die geht am Montag nämlich online, weil am Montag kam ja schon den 1. März. Juhu, ich sollte mir vielleicht auch nochmal Gedanken darüber machen, was meine März-Geburtstagskinder für eine Karte kriegen. Aber heute steht auch noch auf dem Plan 12 Tage Frühling, die 6. Folge. Die letzte dann zum Thema Liebe, Hochzeit und Hochzeitstag. Ich habe noch keine Idee. Für das Sonntagsvideo habe ich eine Idee, da komme ich aber jetzt gerade nicht ran. Aber es wären die Schmetterlinge. Zumindest habe ich das so mir vorgestellt. Und zwar, als ich euch neulich die Schmetterlinge vorgestellt habe, da habe ich euch ja diesen kleinen Keilrahmen gezeigt. Der ist nun sehr dick. Ich weiß nicht. Ich hatte mal irgendwann für einen Workshop mir noch geholt bei Sustrene Gene. Sustrene Gene oder Sustrene Gene? Ich weiß gar nicht. Dieser dänische Laden. Hier steht es doch bestimmt drauf, ne? Sustrene Gene. Ich habe die Brille auf dem Kopf, aber nicht auf der Nase. So kleine Mini-Leinwände mit Staffeleien. Das hatte ich irgendwann mal für einen Workshop hier noch drin, und da habe ich gedacht, komm, das machen wir einfach mal. Ich habe auf Amazon gefunden ein 10er-Pack von diesen kleinen Sachen. Das ist vielleicht auch was man, Gott, ich mag gar nicht drüber nachdenken, weil ich noch gar nicht weiß, wie Ostern läuft, aber wenn nicht, speichern wir das einfach als Idee fürs nächste Jahr, wenn das hier alles sich wieder beruhigt hat, für eine Tischdeko. Oder aber ihr könnt das euch ja auch eurer Familie, ne? Es sind ja nicht alle Familien nur so klein wie wir, Sven und ich, sondern manchmal gibt es ja auch mit Kindern, und da kann man ja so einen kleinen Frühlingsgruß, vielleicht Ostern, auf den Tisch mitstellen oder irgendwas. Oh, entschuldigt bitte, ich habe immer noch mit meinem Reizhusten zu kämpfen. Die Nacht war wieder göttlich, wie die Nacht davor auch. Die erste Hälfte der Nacht geht bei mir gar nicht. Sven meint, er hört nichts. Der hat einen gesunden Schlaf. Also das ist das Sonntagsvideo. Ja, also die zwei Videos habe ich heute auf alle Fälle vor. Ich kann ja morgen auch noch drehen. Und aber das Frühlingsvideo hätte ich ganz gerne heute noch im Kasten.
damit ich das auch schneiden kann, damit das morgen dann online gehen kann. Ich mache ja hier morgen wieder so ein bisschen Larifari-Dienst, ne? Also so halbtags. Das funktioniert ganz gut. Und Sonntag dann zu Hause. Und ja, mehr habe ich heute eigentlich nicht auf dem Zettel. Natürlich noch E-Mails. Aber da bin ich sowieso am Wochenende nochmal dran, weil die Celebration hier ausläuft. Bringt jetzt nichts, euch daran zu erinnern, dass die Celebration ausläuft, weil jetzt war es das. Weil heute, wenn der Vlog online geht, ist es 1. März. Ja, ich habe noch, wie gesagt, Vlog online. Und ich muss noch ein Päckchen packen. Oh, das ist noch nicht los. Liebe Gewinnerin von der Auslosung aus dem vorletzten Vlog, glaube ich, das Päckchen liegt noch hier. Ich muss es nur noch fertig machen. Daran hapert es im Moment ein bisschen. Ich vergesse das immer. Ich weiß auch nicht, warum. Es steht da, aber ich muss dann halt nur noch das Label ausdrucken. Ich weiß auch nicht, was mich daran so aufhält. Aber zum letzten Vlog noch ein ganz kleiner Nachtrag. Ganz großes Herz an euch, wie ihr darauf reagiert habt, bis auf wenige Ausnahmen. Und ja, ich weiß, dass ich mit diesem Thema nicht alleine bin und dass viele von uns ihre kleineren oder größeren Narben auch aus der Kindheit tragen. Und das ist ein Thema, was vor 40 Jahren schon existent war. Ich glaube aber, was heute noch viel schlimmer ist. Dass dadurch, dass wir ja auch keine eigenen Kinder haben, sind wir da ja auch gar nicht so dran am Zahn der Zeit. Aber ich verlinke euch hier oben mal ein Video. Das habe ich heute Morgen zufällig gesehen, weil es mir angezeigt wurde in einer Playlist von Extra 3. Da wird dieses Thema aufgegriffen und das darf sich auch gerne die junge Dame, die da meinte, ich sehe oder ich wirke älter als 49, ist mir vollkommen Hupe, wie alt ich wirke, die darf sich das gerne mal angucken und auch wenn es nicht böse gemeint war, genau wenn man es dahinter schreibt, war es böse gemeint. Ist mir aber vollkommen Hupe. Ich weiß auch nicht, woran du das festmachst. Ob du es an meinen Lachfältchen festmachst, ob du es an meinen grauen Haaren festmachst, dann folgst du mir jedenfalls noch nicht lange auf diesem Kanal, weil dann wüsstest du, dass ich meine grauen Haare liebe. Und es ist mir auch vollkommen Hupe, ob ich damit älter wirke oder nicht. Das ist dann vielleicht auch ein verzerrtes Idealbild, wie man mit 49 auszusehen hat. Mit 49 hat man in unserer Gesellschaft, jetzt kommt Amazon, wahrscheinlich keine grauen Haare zu haben. Also wie gesagt, wenn du mich damit verletzen wolltest, hast du Pech gehabt, weil das gerade das hat mich nicht verletzt. Ich weiß schon, dass ich habe immer schon älter gewirkt. Ich bin schon zur Disco reingekommen, da war ich 14, zur Jugendweihe war das. Da bin ich zur Disco reingekommen, obwohl die erst ab 16 war und alle meine Freundinnen mussten draußen bleiben. Ich fand das total doof, weil ich war zu der Zeit noch gar kein Disco-Gänger. Und dann stand ich da alleine mit meinen 14 Jahren und alle anderen sind nicht reingekommen, weil denen hat man ihre 14 angesehen, mir nicht. War doof. So, Amazon war da. Ich habe mir das Teil nochmal bestellt. Weil ich finde das voll cool. Und ich glaube tatsächlich, dass ich damit meinen Hula-Schwung hinkriege. Ich habe das nämlich neulich Abend mal eine halbe Stunde gemacht. Erstmal musste ich mich darauf eingrooven. Und ich glaube, es funktioniert. Also für alle, die da dran verzweifeln beim Hula-Hoop, dass dieser Reifen permanent runterfällt. Ne? Also bei mir bleibt er ja auch nicht wirklich lange oben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich bewege meine Hüfte falsch. Habe ich euch ja aber schon erzählt, ne? Dass ich so ein bisschen in die Hula-Bewegung reingehe und nicht dieses links und rechts. Und was ich so frustrierend finde, ist, dass ständig dieser Reifen runterfällt. Und jetzt habe ich was entdeckt. Da bin ich zwar vorher auch schon drüber gestolpert, aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie das funktioniert. Und dann hat es mir, dadurch, dass ich ja auch Hula-Videos gucke, hat es mir das angezeigt von einem Amerikaner. Und dann habe ich gedacht, jetzt holst du dir mal so ein Ding. Auch für manche, die nicht so viel Platz haben, weil gerade wenn man ja in der Mitte des Körpers ein bisschen pummeliger ist, braucht man ja auch einen Reifen, der ein bisschen größer ist. Also mit den 90, 95 cm Reifen wird man da nicht so wahnsinnig glücklich. Das frustriert einen eher. Also ich hätte ja gerne so ein 1,10er Reifen, ist aber im Moment nicht zu kriegen. Die Dinger sind ja überall ausverkauft. Ne? Und mein selbstgemachter, du brauchst einfach noch mehr Platz. Das ist das, ne? Das Ding muss ja schwingen und du willst ja nicht deine ganze Wohnzimmereinrichtung zetteppern, nur weil du holern willst. Und deswegen, und den habe ich mir jetzt nochmal für zu Hause bestellt, damit ich auch am Wochenende holern kann.
Es sieht echt, wenn du das zusammengebaut hast, aus wie ein Folterwerkzeug. Hier. Das ist, soll sein für einen Bauchumfang bis 1,30. Ich glaube, dann wird es tatsächlich sehr, sehr knapp. Aber ihr seid auch flexibel. Es sind auch schmalere Mädchen, weil diese einzelnen Glieder dieses Reifens kann man auch rausnehmen. Man kann sich das also auf seinen Leibumfang wie einen Gürtel um die Hüfte legen. Ich muss mich dafür nicht ständig ausziehen. Ich habe es neulich ausprobiert, da habe ich es einfach über meine Bluse drüber getragen. Es ist vielleicht doch besser wegen der Haftung, wenn es auf der nackten Haut ist oder auf einem Body oder so. Dann habt ihr hier nämlich so ein, das ist wie so ein Schlitten. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist hier wie so ein Schlitten, an dem hängt ein Band mit einem Gewicht. Dieses Gewicht, das kann man sogar noch beleuchten. Einfach Batterien rein und dann leuchtet das wie eine Disco-Kugel. Das wäre ja was für Sven. Damit kann ich das Sven ja dann schmackhaft machen, dass ich das zu Hause mache. Weil ganz so leise ist es nicht. Und dieser Schlitten, der rollt durch den Tunnel, der in diese Gürtelglieder eingesetzt ist. Und ihr könnt quasi damit diesen Schwung üben. Und ihr braucht nicht so viel Platz wie für einen Reifen. Und ihr müsst euch nicht ständig bücken. Das Problem bei meinem Reifen ist manchmal auch so, nicht der Schaumstoffreifen, sondern der Plastikreifen, den ich mir aus Italien bestellt habe, der knallt gerne, wenn er runterfällt, an meinen Knöchel und das tut höllisch weh, besonders wenn es an den Knöchel knallt, wo meine Operationsnarbe noch ist von meiner Sportverletzung. Aber das Ding ist voll cool. Ihr rennt jetzt nicht gleich los, euch das zu kaufen. Ich verlinke es euch aber gerne mal, wenn ihr es mal ausprobieren wollt. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie meine Erfolge damit sind. Aber ich habe, wie gesagt, neulich Abend mal eine halbe Stunde damit gehulert. Und man kommt ordentlich in Schwitzen. Und wie gesagt, ihr müsst euch nicht ständig bücken. Und ihr habt nicht ständig diese Frustration, dass der Reifen runtergefallen ist. Hier ist dann einfach nur so, dass die Kugel dann einfach runterhängt. Das ist nicht so schlimm. Ne? Zack, wieder anstoßen und weiter geht's. Und ihr habt... Fun Fact, ein Rundenzähler dabei. Also ihr könnt das Ding takten und dann zählt es jede Runde, die das Ding drumherum wirbelt. Braucht kein Mensch, aber ist ganz interessant für diejenigen, die Statistiken führen. Oder sagen, ich möchte 1000 Runden am Tag hulern. Die sind schnell beisammen. Ja, wie gesagt, das habe ich mir für zu Hause mitgeholt. Hier hinten sieht man das nochmal, ne? Wie gesagt, ich verlinke euch das unten in der Infobox. Die Dinger, ich habe mir jetzt einen mittelpreisigen geholt, also nicht den teuersten und auch nicht den billigsten. Ist auch made in China, wie so vieles. Und ich hoffe, dass ich damit den Schwung lerne, dass ich dann im Sommerurlaub tatsächlich meinen Hula-Reifen mitnehmen kann. Und das Ding nimmt nicht viel Platz weg, ne? Also wie gesagt, ihr könnt da auch... Im Schlafzimmer, wenn es ein bisschen enger ist oder im Wohnzimmer, im Gästezimmer, wo auch immer hulern. Das ist bei den Reifen ja manchmal ein bisschen schwierig, da braucht man ja schon ein bisschen Platz. Und da halte ich euch gerne auf Laufenden. Ich werde euch sicherlich nicht zeigen, wie ich damit hula. Das tue ich nicht, das tue ich euch nicht an. Das tue ich mir nicht an, das tue ich euch nicht an. Und also noch jedenfalls nicht. So mutig bin ich dann doch nicht. Und da halte ich euch gerne mal auf dem Laufenden. Das macht jedenfalls Spaß. Und wie gesagt, wenn der Reifen ständig runterfällt, das frustriert ja total. Ne? Und gerade für uns Fülligeren, das ist wieder das Thema aus dem letzten Mal, wir sollen Spaß daran haben. Und wenn das Ding immer runterfällt, und es ist nun mal so, wenn du, ich habe eine, übrigens heute ist Wiegetag, ne? -5 Kilo. Seit Jahresanfang, aber im Januar hat sich bei mir, habe ich das Gewicht stetig gehalten. Also seit Februar 5 Kilo in diesem Monat. Und das Purzeln lässt nach. Also es war anfangs war über 1 Kilo und jetzt hatte ich letzte Woche hatte ich 800 Gramm. Und eigentlich hätte ich gerne nur 500 Gramm in der Woche. Ne? Das haben wir aber auch schon mal gesprochen. Aber am Anfang geht das immer relativ schnell. Die ersten Kilos purzeln ganz schnell und dann wird es nachher schwierig. Aber wir sind dran. Und ich habe gestern, wollen wir noch ein bisschen quatschen? Ich habe gestern bei meiner Morgenrunde, die habe ich sogar ein bisschen ausgedehnt, weil ich konnte nicht aufhören. Ich konnte nicht aufhören zu laufen. Ich brauche das mittlerweile, das macht so Spaß. Vorgestern Abend bin ich gelaufen und ich habe noch eine Schleife dran gesetzt, eine kleine, weil die Luft so schön war und dann war, ich weiß nicht, habe ich das schon erzählt, im Park tanzten welche Salsa. Sven habe ich es auf alle Fälle erzählt. Wenn ich es hier nochmal erzähle, tut es mir leid. Da tanzten so
junge Leute, Salsa. Ich weiß, das ist sicherlich nicht Corona-konform, aber ich kann sie so gut verstehen. Wenn du, nun hat noch nicht mal jemand gegrillt, wenn die dann noch anfangen zu grillen im Park. Oh, der Oberhammer zum Park, sage ich euch noch, erzähle ich euch gleich noch. Und das war einfach so schön, das war so ein lauer Frühlingsabend, hätte sogar so ein etwas kühlerer Sommerabend sein können und es roch so schön nach Frühling und ich kann die Leute echt verstehen, aber wir müssen uns einfach nochmal zusammenreißen. Gestern Abend habe ich die Zahlen gesehen, da habe ich mich fast erschrocken, wie stark die gestiegen sind, aber es ist natürlich zu erwarten. Ingo hat letzte Woche, also mein Nachbar hier, der Friseur, hat gestern klar Schiff gemacht, Fenster geputzt, alles nochmal sauber gemacht und er freut sich total, wenn es wieder losgeht und er sagt, wenn sie bis Ostern durchziehen können, wäre er schon erstmal froh. Im Moment sieht es ja tatsächlich mehr so aus, als würden bald wieder die Friseure wieder schließen. Ne? Und Park habe ich gestern 90,3 gehört, unseren Regionalsender hier in der 90,3. Und es wird bei uns eingeführt im Stadtpark und auch an der Alster Maskenpflicht, weil so viel los ist. Stadtpark waren wir ja neulich im Winter selber und wir waren ja vorletztes Wochenende sind wir ja von uns zu Hause zur Alster gelaufen. Und was da los war, da habe ich auch zu Sven gesagt, komm, lass uns wieder rausgehen. Da waren echt Massen von Leuten unterwegs. Natürlich, jeder will Luft schnappen, ne? Das ist, man muss ja auch mal raus und sich die Beine vertreten. Da waren Massen unterwegs. Jedenfalls haben sie da jetzt die Maskenpflicht eingeführt. Nicht in jedem Park, aber im Stadtpark und auch an der Alster und irgendwo noch. Jedenfalls meinten die Moderatoren dann, naja gut, dann kann man ja ausweichen auf Parks, wo keine Maskenpflicht ist, zum Beispiel den Hammerpark. Und da habe ich gedacht, ja, dann bringt doch mal alle Leute aus dem Stadtpark und von der Alster in Hammerpark, dann haben wir da einen Menschenauflauf wie in den 90ern zur Love Parade. Dann ist der Park nämlich voll, weil hier unsere Leute gehen ja auch alle im Park spazieren. Ist ja nicht so, dass da niemand unterwegs wäre. Ne? Da ist ja Wochenende auch schon ganz schön was los. Es grillt noch niemand. Und die Polizei fährt mit Auto durch den Park. Das fand ich sehr spooky letztes Wochenende. Also ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Ob man dann nicht vielleicht, wenn man Streife fährt, sich auch als Polizist vielleicht aufs Fahrrad schwingen kann. Dienstfahrräder wären vielleicht nicht so schlecht, als wenn man da mit Auto durch einen Park fährt, wo eigentlich noch nicht mal Fahrräder erlaubt sind. Aber das sind unsere Sicherheitsbehörden und wenn das sein muss. Wir haben nämlich gedacht, vielleicht ist irgendwas passiert, dann hätte ich das ja eingesehen. Aber nö, die sind da einfach nur einmal Streife durch den Park gefahren. Neulich sind sie mir auch auf meinen Radfußweg, wo ich laufe, hin und zwei oder drei Streifen und die sind immer rundherum gefahren. Ich vermute mal, dass sie einen Rentner gesucht haben. Manchmal passiert das ja, dass jemand, der die Orientierung verliert im Alter, dann irgendwo ausbüchst oder so und bevor dann was passiert, dann kann ich das auch verstehen. Aber ja, schickt sie alle zu uns in den Hammerpark. Mal gucken, wo wir am Wochenende uns rumtreiben, ob das Wetter überhaupt so ist. Es ist ganz schön kühl geworden. Es scheint die Sonne, es ist blauer Himmel, alles supi, aber gestern konnte man zugucken, wie das Thermometer fällt. So, und bevor ich jetzt hier noch mehr quatsche und der Tag rum ist und wir immer noch quatschen, ich habe heute Morgen übrigens Schminki gedreht, wenn euch Mineralfoundations interessieren, wie die so sind, ne? Dann guckt gerne mal in die nächste Folge, also in die letzte Folge, die ist schon online gegangen am Samstag, wenn der Vlog online ist. Und die nächsten beiden Folgen, ich will nicht sagen die nächsten beiden Wochen, sondern die nächsten beiden Folgen, die ich Schminki drehe, dann, ich habe nämlich drei Mineralfoundations und da haben wir heute Morgen mal beschlossen, dass wir die mal so testen und gucken auch, wie ich damit zufrieden bin. Heute habe ich die Nude by Nature drauf, das war meine allererste Mineralfoundation und es ist auch immer die, zu der ich als erstes greife. Testen wir mal die anderen im Vergleich. Also es gibt so ein bisschen sie ist nicht stark deckend, ne? Also man sieht meine Rötung durch, hier ist nur auch ein bisschen Rouge drauf, aber für den Alltag. Ich trage die besonders gerne im Sommer. Aber da könnt ihr mal auf den Schminki gucken und ich fange jetzt mal an, ein bisschen zu arbeiten und mir was einfallen lassen für liebe Hochzeit, Hochzeitstag für morgen. Ich habe noch keine Idee, aber das ist nicht so, das ist nicht neu. Also wir sehen uns später nochmal. Ach so, und eins noch. Das hätte ich vielleicht gleich am Anfang sagen sollen. Ich habe das, um an die letzte Sequenz anzuknüpfen, ich habe das Süßkartoffelwaffelrezept,
Das geht jetzt parallel zum Vlog auf meinem Blog online. Das habe ich euch verlinkt, auch hier oben unterm i oder in der Infobox. Das könnt ihr euch da rausziehen. Da habe ich da nochmal ein bisschen Produktempfehlungen mit dazu gepackt. Aber das Rezept habt ihr jetzt auf dem Blog. Da könnt ihr das immer wieder nachlesen. Und ja, ich werde es wahrscheinlich auch auf Pinterest irgendwie veröffentlichen. Aber da folgt ja auch nicht jeder. Also guckt gerne auf meinem Blog vorbei, wenn euch das Süßwaffelrezept gefällt. Ich habe nämlich extra nochmal gekocht und Foto gemacht. Mit Blumenkohl und Möhren habe ich es nämlich gegessen gestern. Und einem Dip. Also, jetzt aber ran an Speck. Es wird gearbeitet. Da war er, der berühmte Satz mit X. Das war wohl nichts. Habe ich irgendwann mal was erzählt, dass ich Samstag Teilzeittag mache? Sieht im Moment nicht ganz danach aus. Aber auch nicht wie Vollzeit. Ich habe um 10 angefangen, jetzt ist es um 7. Ja, Quatsch. 17 Uhr um 5. Jo, aber wat mut dat mut, ne? Da. Also, ich habe 12 Tage Frühling. Hatte ich nämlich noch nicht vorbereitet zum Hochzeitstag. Die kleine Gutscheintasche, habt ihr ja schon gesehen. Verarbeitet gerade. Ich habe gerade noch die Materialliste geschrieben. Zum Blogschreiben komme ich im Moment überhaupt nicht. Das ist die kleine und dann ist ja das Sonntagsvideo die kleine Mini-Staffelei. Auch süß, ne? Ist ganz, oder nicht ganz anders, ne? Wo habe ich denn die ursprüngliche? Ach, die liegt noch auf dem Arbeitstisch. Habe ich wieder ein bisschen mit den Goldflocken gespielt. Ich habe jetzt eben gerade mal gucken müssen, ob ich den Deckel überhaupt zugemacht habe, weil ich habe hier Fenster auf und da Fenster auf, damit es nochmal durchlüftet. Weil ich räume jetzt gerade auf und packe meine Taschen. Das Video verarbeitet noch, geht Gott sei Dank noch pünktlich online. Ja, das ist halt so. Da muss das Projekt noch entwickelt werden. Dafür habe ich gestern Geburtstagspost fertig gemacht. Ich kann sie euch nicht von vorne zeigen, weil das wäre ja ein bisschen Spoilern für meine Geburtstagsmädels, die erst im März Geburtstag haben. Aber ich habe sie fertig. Ich habe sie nur noch nicht gedreht. Das werde ich dann wahrscheinlich am Montag machen. Das hätte ich ganz gerne noch die Woche geschafft, damit ich es von der Backe habe und ich dann schon die Karten schreiben und eintüten kann. Aber was nicht ist, das ist nicht. Man kann nicht alles haben. So, jetzt, wie gesagt, ich räume zusammen. Ich hatte kurzzeitig mal überlegt, ob ich am Montag ins Homeoffice gehe. Einfach, weil es heute auch so lang geworden ist. Aber ich denke, ich werde hier aufschlagen. Vielleicht aber auch erst ein bisschen später. Ich nehme mir mal noch ein paar Speicherkarten mit und den Rechner ja sowieso. Und das Mikrofon werde ich mir auch mitnehmen. Moment. Weil wisst ihr was? Meine Frau Lü wird ein Jahr alt am 1. März. Am 1. März habe ich da das erste Video hochgeladen. Das war ja aber noch mein Versuchsvideo. Und ich glaube, das habe ich auch gar nicht öffentlich gestellt damals. Das war nur über einen Link verfügbar. Das erste offizielle Video ist dann am 5. März online gegangen. Und ich habe zu Hause noch einen riesengroßen Aufgebraucht-Korb stehen. Und ich schiebe dieses Aufgebraucht-Video ewig vor mir her. Und ich bin am Überlegen, ob ich das am Montag einfach noch filme. Das würde ich dann aber ganz gerne hier mit meinem externen Mikrofon machen. Weil ich dann ein bisschen weiter von der Kamera sitze als beim Schminken. Oder aber ich schminke am Montag schon mal das nächste Schminki. Das ist nämlich heute auch online gegangen. Ich habe heute drauf, schon mal so zum Test, schon den ganzen Tag. Also es kann auch sein, dass das schon ein bisschen abgeranzt ist. Ich war auch eben gerade noch einkaufen mit Maske. Die Bare Minerals Mineral Foundation. Und als ich sie erst auftrug, habe ich gedacht, so, ah ja, sie ist ganz schön gelblich. Aber ich glaube, ich habe sie von der Deckkraft ein bisschen besser aufgebaut gekriegt als die Nude by Nature. Obwohl ich die Nude by Nature, wenn ich zu einer Mineralfoundation greife, greife ich eigentlich immer zu der. Keine Ahnung. Aber dazu ist das auch da, sich einfach mal wieder mit dem zu beschäftigen, was man noch hat. Wie gesagt, ich räume hier auf, stört euch daran nicht. Sven hat mich eingeladen heute Abend. Ich war gestern der Dönerbeauftragte und er ist heute der Griechenbeauftragte. Gestern Abend bin ich beim Griechen vorbei. Ich gehe ja morgens und abends vorbei. Und abends haben sie dann meistens die Klappe auf
Und die haben so eine zweigeteilte Tür, wie in den russischen Märchenfilmen oder in Dänemark in den Ferienhäusern. Die haben auch so eine zweigeteilte Tür. Ich liebe diese Türen. So eine haben die bei sich auch und die ist immer die Klappe oben auf, weil sie ja außer Haus verkaufen. Und dann stand er gestern und unterhielt sich mit einem Kunden, als ich vorbei bin und dann habe ich gewunken. Und der dann so, oh, Alexandra. Süß. Er kennt mich mit Namen. Und das haben wir aber letzte Woche schon beschlossen, dass wir diese Woche mal wieder unseren Griechen unterstützen. Ja, das wird es dann also heute Abend geben. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich denke, ich schaffe das auch alleine zu tragen. Dann muss Sven das nicht machen. Dann muss er nicht erst hierher kommen, dann nach Hause mit den Einkäufen und dann wieder zum Griechen. Das ist auch Blödsinn. Das heißt, ich werde jetzt zusammenpacken. Die Einkäufe sind nicht ganz so schwer. Ich werde Sven einen Auflauf machen für nächste Woche. Den kann ich nämlich in den Glasformen, in den von Ikea, wo wir das Essen für ihn immer abfüllen, den kann ich da drin schon ansetzen und backen. Und dann kann er sich das aufwärmen und dann reicht ihm so ein Auflauf immer für 2 Tage. Das ist ganz cool, das werde ich ihm morgen backen. Und dann muss ich morgen gucken, dass ich noch alle Bestellungen rauskriege. Nicht, dass irgendwer hinterherhinkt und wir dann nachher keine Prämie mehr einlösen können. Ja, das wird mich morgen den ganzen Tag beschäftigen. Also werde ich auch mein Büro mit nach Hause nehmen und ich werde den Hula mit nach Hause nehmen, ne? Ich habe es gestern nicht mehr geschafft zu hulern. Ich musste meine Schritte neu laufen. Heute werde ich sie wahrscheinlich nicht schaffen. 6.700. Nee, heute schaffe ich sie nicht. Aber ich habe dafür den ganzen Tag heute gestanden. Das darf man ja auch nicht verachten, ne? Das, wenn man den ganzen Tag steht. Okay, aber bevor ich mich hier verquatsche, ich weiß gar nicht, ob ich den Vlog an dieser Stelle beende. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Aber Sven hat euch auch nichts zu erzählen. Bei dem passiert ja im Moment auch nichts. Deswegen, ich werde den Vlog mal an dieser Stelle beenden. Wünsche euch eine schöne Zeit. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich weiß noch gar nicht, was ich mit euch mache. Mal gucken. Man weiß nie, was die neue Woche bringt, ne? Oh, ein bisschen tun mir meine Füße weh. Aber ich will nicht jammern. Die Lola hatte ich gestern schon an. Das heißt, ich muss jetzt nur noch meine Kaffeetasse und die von gestern Nachmittag noch abwaschen. Das heißt, damit bin ich auch schon fertig. Die ist auch schon ausgeräumt. Und hier oben werde ich nur grob aufräumen. Zusammenräumen, was ich brauche fürs Büro am Wochenende. Und dann ist hier Schicht im Schacht für diese Woche. Nächste Woche starten die Schmetterlinge, wie gesagt, aber das seht ihr ja im Sonntagsvideo. Und dann nächste Woche haben wir, also diese Woche, wenn ihr das seht, haben wir bei 12 Tage Frühling Konfirmation, Kommunion, Jugendweihe, sowas in der Art. Und ich denke, da werden die Schmetterlinge auch nochmal eine Rolle spielen, spätestens aber zum Muttertag. Und dann gucken wir mal. Ich habe noch gar keine Idee. Doch, im Groben habe ich schon eine Idee. Wir gucken einfach mal, was mir so einfällt. Wir sehen das ja ganz entspannt, weil die nächste Folge geht ja auch erst am Dienstag, ist am Dienstag erst wieder fällig. Okay. Heute lief übrigens schon die Geburtstagspost, ne? Das doppelt sich. Heute kommen 2 Videos online. Okay. Bleibt gesund und bis bald. Macht's gut.